Deutschland sucht den Superstar. Ja. Heute war das Halbfinale. Ja. Menduhin und Mersa sind weitergekommen. Ja. Und wem gönnst du denn den Sieg? Mersat. Was für ein Lied soll er denn nächste Woche für dich singen, mit dem er dich überzeugen kann? Oh wei. Keine Ahnung, weiß nicht. Du hast jetzt die Wahl, wir leiten das an den Mersat weiter, dann singt er das Lied nächste Woche für dich. Ich habe wirklich gar keine Ahnung, weil ich gönne es ihm, weil er einfach ein ehrlicher Typ ist und der Menuhin super aufgezogen hat. Deswegen gönne ich dem das gar nicht. Wem gönnst du jetzt nächste Woche den Sieg? Menuhin. Warum? Weil er sympathisch ist und sich ausgibt, so wie der ist. Also du bist ein Menuhin-Fan. Ja, genau. Auf jeden Fall. Welchen Song soll er nächste Woche singen für dich? Von Michael Jackson. Also du bist einer von der Fraktion, die sagt, Menuhin ist nicht so ehrlich, wie er rüberkommt. Ganz genau. Ja. Aber wir hatten eben einen, der meinte genau das Gegenteil. Ja, aber wenn man schon bei seiner ersten Autogrammstunde da sitzt und schon einen Anzug trägt, ist er mir schon direkt unsympathisch. Deutschland sucht den Superstar. Ja. Und wir haben gehört, dass im Finale eine Stelle frei wird. Es wird noch ein Kandidat nachnominiert. Oh, ja. Was für mich? Und, aber nur, wenn einer singen kann und heute eine Hörprobe abgibt. Kannst du irgendwas singen? Ja, natürlich. Was kannst du denn singen? Captain Scoop. Ja, dann eine Strophe, ganz kurz nur. Don't stop, giddy, don't stop, mich schon. Ja, hörst du das? Captain Scoop. Rock your hands in the body, don't stop! Aber sag mal, meine persönliche Meinung war, wo ich das heute gesehen hatte, mit Sonnenbrille und mit Anzug und so weiter, es kam Superstar-mäßig rüber, weil die Leute wollen ja einen Superstar sehen. Ja, das ist richtig, weil ich finde, das hat nicht viel mit Style zu tun, weil er jetzt schon anfängt, Star-Look zu bekommen, obwohl er noch gar keiner ist. Wer wird denn nächste Woche gewinnen? Der Mersat! Der Mersat, warum? Weil der cool ist! Der ist cool? Ja. Hast du was gegen Menuhin oder einfach nur Mersat-Fan? Ich mag den nicht. Aha. Deutschland sucht den Superstar. Nee. Wer ist denn da weitergekommen? Keine Ahnung. Das wer soll denn gewinnen? Menuhin natürlich. Warum? Mit dem Süßen. Also ich hoffe, dass dieser Mersat gewinnt. Der ist einfach sympathisch, nicht so wie dieser Menuhin. Der ist so ein Schauspieler. Ja, ich wünsche mir, dass der Mersat gewinnt, weil eigentlich kann er viel besser singen, finde ich. Aber ich glaube, wird der Menuhin gewinnen, weil er irgendwie sich besser verkauft. Auf gar keinen Fall. Also dieser Menuhin, das ist ein großer Schauspieler, der tut nur so. Der denkt schon, der wäre der größte Superstar hier in Deutschland, aber der ist für mich gar nichts. Aber ein Schauspieler muss man ja sein, um Superstar zu werden. Ja, das stimmt schon, aber nicht nur wie der ist total oberflächlich. Nur weil er arrogant? Total arrogant, nur weil er mal im Knast war und so weiter. Der Mersat! Der ist ein super feiner Kerl, der hat eine super Stimme. Für mich ist das der zweite Xavi Naidoo hier in Deutschland. Du bist auch Türke, oder? Ja, sicher. Was hältst du von Türkei sucht den Superstar? Gar nichts. Gar nichts? Weil wir suchen heute Kandidaten für die Türkei, die auch singen können. Ja, kann ich. Ja, sing mal eine Kleinigkeit. Ja, also, ich müsste jetzt noch entscheiden, welche Richtung. Ja, das, was gerade läuft. Sing mal nach. Alles klar, kennst du. I can't stop. Weißt du denn, wer im Finale ist? Ja. Wer denn? Menuhin und Mersat. Mersat. Ich hoffe, der Mersat gewinnt. Man spricht ja von einem Traumfinale. Ja. Weil das sind ja eigentlich die Kandidaten gewesen, die schon lange Zeit favorisiert gewesen waren. Spanien sucht den Superstar. Wer ist mein Favorit? Genau. Ich? Du. Ich? Wie heißt du? Juan. Der Superstar. Ja, es waren auch beide meine Favoriten. Wo ich ein bisschen mich drüber auch geärgert habe, war also, dass sie in ihrer Luft da Streitigkeiten hatten. Aber okay, auf jeden kommt gewaltig viel zu. Und mein Favorit ist also der Menuhin. Und ich drücke ihm die Daumen. Heute war Deutschland sucht den Superstar. Hast du das gesehen? Da bin ich dabei. Ja. Aber heute war Deutschland sucht den Superstar. Es wird jetzt Mersat, Mersat. Ich denke einfach mal, den Zweien ist es freigestellt. Sie wissen selber, was auf sie zukommt. Sie wollen gewinnen. Es gibt nur eine Nummer 1. Und ich denke einfach mal, dass sie so schlau sein werden und sich den Titel aussuchen, der bei der Bevölkerung der Bundesrepublik ankommt. Und ich drücke Ihnen die Daumen.
was soll ich singen? Was soll ich singen? Ja, was du kannst. I just can't stop. And I just can't stop away. And I just warum? Was hast du gegen Menowin? Ich tue das eigentlich gar nicht, aber ich hoffe, er wird es gewinnen, weil er einfach die beste Stimme hat. Und der Menowin einfach nur für mich eine Schwuchtel ist. Also Merfat ist für dich der Superstar 2010. Ja.